Das ist geil, ey. Oh ja. Servus, hier ist der Robert von Speedheads. Ich bin im wundervollen Verkehrssicherheitszentrum in Olpe und ich teste heute den RSQ3 Sportback und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt kommt erstmal das Intro und bis gleich. Ich hoffe, nach diesem spektakulären Intro habt ihr erstmal direkt den Abo-Button gedrückt. Bevor ich den Wagen von außen und einmal von innen kurz vorstelle, kommt jetzt erstmal eine kleine Inszenierung von meinem Kollegen Christo. Diesmal habe ich den Carporn quasi nicht selber gedreht. Mit der Musik von Cloudy Main könnt ihr auch direkt auf Soundcloud abchecken und ich würde sagen, Film ab! If we talking waves, I'm like Free Willy. All my shit be fire, but my wrist chilly. Bitch, you think you rolling? Pick my new whip, but call it it's a diamond. Always rolling with a kind of bitch is still with it when the camera roll. Work magic with the tongue, pussy and a ball. I can change your thinking, boy. That's all I know. Get this good head, bitch. I should've made that money. Wenn ihr vorab wissen wollt, welche Fahrzeuge hier noch auf dem YouTube-Kanal erscheinen, schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei, die steht hier. Alternativ könnt ihr auch auf YouTube Stories sehen und es gibt auch einen Community-Tab auf YouTube, den kennen viele nicht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dran teilnehmt. Und ja, würde ich sagen, jetzt stellen wir mal den Wagen vor. Ab 65.500 Euro bekommt man ein RSQ3 Sportback. Der Gute hier kostet mit seiner Ausstattung 83.550 Euro. Das sind mal eben 18.000 Euro mehr obendrauf. Und das ist schon ein ordentlicher Preis. Aber das kommt auch daher, dass man zum Beispiel allein schon die Klimaautomatik dazu kaufen muss. Und ich muss sagen, bei einem RS-Modell von Audi noch die Klimaautomatik mit dazu kaufen zu müssen, finde ich ehrlich gesagt nicht cool. Aber die Farbe Kialami Grün, benannt nach einer südafrikanischen GP-Strecke, die haut rein. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde es aber mutig und nicht verkehrt. Ich würde es mir aber, glaube ich, nicht in der Farbe kaufen. Das Schwarz hier und so weiter, das ist Standard bei den RSQ3 Modellen. Lediglich hier das schwarze Audi-Symbol und generell die schwarze Beschriftung, die kostet 300 Euro extra. Trifft auch meinen Geschmack bei so einer krassen Farbe. Glaube ich, fände ich so Aluminium und Silber dazwischen too much. Das gleiche hier auch bei den Felgen. Normalerweise sind 20 Zoll Felgen drauf. Gegen Aufpreis gibt es hier 21 Zoll Felgen in Schwarz. Finde ich zum Grün passt das auf jeden Fall. Bremsanlage 375 mm 6 Kolben. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Aber ich muss sagen, direkt vorab die Bremse. Die ist was Gutes, auf jeden Fall. Wenn das aber nicht reicht, kann man eine Keramikbremsanlage mit 380 mm dazu holen. Die kostet aber auch mal eben über 4.000 Euro. Die abfallende Dachlinie beim Sportback, die kommt schon nicht verkehrt. Das Auto ist insgesamt 45 mm tiefer dadurch, die Felgen wirken dadurch noch größer. Es ist halt generell einfach ein sportlicherer Look. Ich weiß aber nicht, ob ich 1.500 Euro mehr zahlen würde für weniger Auto, weil der RSQ3, der normale, kostet 1.500 Euro weniger, hat mehr Kofferraum, sieht halt ein bisschen weniger sportlich aus. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde lieber mehr Platz im Auto haben als jetzt diesen Look. Aber ich respektiere alle Leute, die sagen, ich will ein hübsches Auto oder ein hübscheres, sportlicheres Auto. Die können halt für Aufpreis ein Sportback bekommen. Gehen wir jetzt mal nach hinten. Hinten fallen vor allem die ovalen RS-Auspuffblenden auf. Wenn diese schwarz sind und nicht aus Chrom, dann hat jemand 1.000 Euro investiert, um die Upgrade-Abgasanlage zu haben, die noch ein bisschen mehr Krach macht. Krach ist aber das falsche Wort, weil wir haben ja vorne den Fünfzylinder. Also kommen hier nur wunderschöne Klänge raus und ich empfehle jedem diese Abgasanlage zu kaufen, weil Fünfzylinder, da gibt es gar nichts zu überlegen.
Von hier oben betrachtet und so weiter, die Auspuffblenden, alles cool. Aber wie so oft, man bückt sich oder fährt mit einem anderen Auto hinterher, wenn man noch Scheinwerfer anhat, sieht es halt einfach bescheiden aus, ja, weil die Blende ist nicht sehr lang, man kann von hier aus die Straße sehen oder den Hinterreifen, man sieht die kleinen Abgasendrohre, die da zwei so reinkommen und so, also ich denke mir so, so schwer kann das doch nicht sein, einfach eine Auspuffblende zu machen, die irgendwie bündig mit dem Abgasstrang verläuft oder irgendwie um die Ecke, dass das nicht so auffällt, ich weiß nicht, aber jedes Mal guckt man da rein und denkt sich so, ha, ne? Ist schade, ist einfach schade. Und jetzt gehen wir nochmal schnell nach vorne. Man muss halt auch dazu sagen, im Rückspiegel kann er schon ein bisschen Angst machen. Es ist wirklich sehr aggressive Lufteinlässe, alles sehr tief gezogen, sehr kantig. Generell, wie man es von Audi kennt, es ist halt ein sehr technisches Design, würde der Timo jetzt sagen. Das trifft auch auf jeden Fall zu, auch jetzt hier solche Kanten, ne? Die hier so über den Radhäusern hergehen, die machen das Auto richtig bullig und breit. Also ich muss auch sagen, auf Fotos und so weiter wirkt der Wagen viel größer und viel kräftiger, als er eigentlich ist. Weil wenn ich jetzt hier so nebenstehe, also riesig ist er nicht. Ja? Aber auf Fotos haut das schon gut rein und generell so rein optisch ist es schon echt ein wuchtiges Ding. Finde ich aber schon ganz nice. Widmen wir uns jetzt dem Herzstück. Ich mach mal die Motorhaube auf. Lalalala. Einen wunderschönen Fünfzylinder, quer eingebaut, mit Carbon-Applikation. Die kostet natürlich auch wieder Aufpreis, 500 Euro. Ich weiß nicht, ob man die jetzt investieren müsste, wie oft man da jetzt so reinguckt, aber man muss schon sagen, die machen schon was her. Also für einen modernen Motorraum sieht das hier schon ganz schick aus, mit den Schriftzügen, dem Audi-Zeichen, dem Aluminium hier drumherum und so und dem Carbon natürlich noch oben drauf. Sieht schon schick aus. So, kann man nicht anders sagen. Das gute Herzstück hier ist Turbo aufgeladen und dieser Turbo drückt 1,35 Bar rein und erzeugt damit 400 PS und 480 Newtonmeter. Übrigens ist der Motor schon 10 Jahre alt in der Grundkonstruktion und hat 9-mal in Folge International Engine of the Year gewonnen. Vollkommen zu Recht meiner Meinung nach und ich hoffe, der bleibt uns auch noch eine Zeit lang erhalten, weil ich liebe den Motor. Ich bin vorher nie einen Fünfzylinder gefahren und toll. Ist einfach toll. So. Kleines Manko, man muss Super Plus tanken. Ist teurer. Man kann aber auch 95 Oktan tanken, wird aber nicht empfohlen. Die genau 1,7 Tonnen ohne Fahrer werden dann durch ein 7-Gang DSG-Getriebe über einen permanenten Allradantrieb angetrieben. Der Allradantrieb arbeitet mit einem elektronisch gesteuerten hydraulischen Lamellenkupplungssystem, welches bis zu 40 Bar auf die Kupplungsscheiben drückt und dadurch eine Kraftverteilung bis zu 100% auf die Hinterräder bringen kann, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Zwischen 50 und 100%, wenn man genau ist. Dank dem Allradantrieb und den 480 Newtonmeter und einer wunderbaren Launch Control durch das DSG-Getriebe braucht der Wagen nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist auf jeden Fall ordentlich und für so ein Gewicht nicht schlecht. Jetzt schauen wir uns mal kurz den Innenraum an. Keine Sorge, gleich geht es dann auch zum Fahren. Also ganz schnell kann man sagen, Sportlenkrad unten abgeflacht, ist sehr, sehr griffig. Die Schaltwippen, die fühlen sich ein bisschen billig an, klingen ein bisschen billig, sind ein bisschen am Knarzen. Die wären übrigens aus Aluminium oder so, gerade bei dem Preis fände ich schon angemessen, muss ich ein bisschen meckern. Hier, klar, die Hochglanzflächen und so, die kennt man jetzt von Audi. Ist natürlich ein bisschen anfällig für Fingerabdrücke. Aber schön hier mit dem Alcantara oben, auch hier in der Tür. Wir haben hier das 12,3 Zoll Audi Virtual Cockpit Plus. Das kostet 230 Euro extra, ist also durchaus bezahlbar. Ist ein bisschen größer, hat auch zum Beispiel DRS-Anzeigen. Die sehen natürlich ein bisschen sportlicher aus. Wir haben hier auch Gehkräftemessungen, Leistungsanzeigen, Beschleunigungsmessungen, Reifentemperatur, das finde ich durchaus sehr, sehr interessant. Also ein paar Features noch mit oben drauf. Ist sehr, sehr hochauflösend, sehr übersichtlich und ich liebe einfach hier die große Karte. Ne? Wenn man Navi anhat, kann man hier einfach irgendwas anderes anhaben und kann einfach ganz entspannt sehen, wo man herfahren muss. Finde ich einfach gut. So, und der Look ist einfach auch nicht verkehrt. Ich muss sagen, die KMH-Anzeige könnte ruhig ein bisschen größer, weil wir haben nämlich keine Möglichkeit für ein Head-Up-Display. Und die geht manchmal ein bisschen unter. Da guckt man nicht die ganze Zeit drauf. Und gerade bei so einem Auto, was durchaus auch schnell sein kann, ist eine KMH-Anzeige ein bisschen präsenter, nicht verkehrt. Die Sitze, in denen ich mich befinde, kosten auch 1500 Euro Aufpreis, sollen noch sportlicher sein. Ich muss aber sagen, obenrum
kann das ruhig noch ein bisschen sportlicher sein für so ein Fahrzeug. Ist aber sehr, sehr bequem und sehen gut aus. Kleines Minus, und zwar hier das Carbon. Das kostet 300 Euro Aufpreis und beinhaltet nur diese eine Carbon-Zierleiste. Ich hätte es cooler gefunden, hätte ich auch gern für mehr Geld bezahlt, wenn ich den Wagen kaufen würde, um halt an noch mehreren Orten irgendwie Carbon zu haben. Dadurch, dass es halt diese eine Carbon-Leiste ist und sonst nirgendwo sich Carbon wiederfindet, passt es irgendwie gar nicht rein. Eine Sache, die ich auch nicht ganz so passend finde, wenn man das Ambient-Lichtpaket Plus auswählt, hat man natürlich hier überall die Ambient-Beleuchtung und so, alles cool, kann man auch farblich anpassen. Ich habe es zum Beispiel grün gemacht, passt zum Auto, sieht irgendwie doch schon ganz schick aus. Aber das Quattro-Logo hier, das leuchtet auch. Also so, wie es jetzt ist, finde ich super, schön edel, passt hier gut rein. Aber nachts ist es halt auch in der gleichen Farbe am Leuchten, wie man die Ambient-Beleuchtung auswählt, in dem Fall grün. Und dann sieht das schon, finde ich, billig aus. Also so ein grün leuchtendes Quadro-Zeichen, das könnte auch aus so einem eBay-Zubehörshop sein. Also finde ich ein bisschen fehl am Platz bei so einem Auto. Was ich wirklich aber ganz gut finde, ist hier das hochauflösende Display. Das funktioniert wirklich sehr, sehr schnell, sieht gut aus. Da kann man auch gar nicht viel zu sagen. Es hat alles drin, was man so braucht. Sehr intuitiv, man findet alles. Ich finde schön, dass das hier alles noch klassisch ist. Beim A6 hat man ja hier noch einen Bildschirm und ich finde, das ist too much. So die Klimaanlagenregelung und so, da brauche ich nicht einen Bildschirm für. Also da finde ich das so viel intuitiver, entspannter. Man muss auch nicht so hingucken beim Fahren. Ich kann fahren, wärmer, kälter machen. So. Das ist alles irgendwie ein bisschen entspannter. Finde ich gut. Der Schaltknauf, ich weiß nicht. Der sieht irgendwie auch ein bisschen billig aus. Also da finde ich es beim A6 zum Beispiel deutlich schöner. Wir haben auch hier die Bang & Olufsen Upgrade-Anlage. Die kostet 500 Euro extra und bietet 680 Watt Gesamtleistung und bietet einfach einen guten Klang. Für 500 Euro kann man da nicht meckern, würde ich jedem empfehlen. Ich muss aber eine Sache loben, das Auto ist deutlich übersichtlicher, als man denkt. Von außen sieht es halt schon klobig aus, kleine Scheiben, aber wenn man so fährt, hier relativ hoch sitzt, trotzdem genug Kopffreiheit hat, man weiß ganz genau das Auto abzuschätzen, man guckt sich um und es ist doch eigentlich übersichtlich. So, das finde ich gut. Zu den Ablagen ganz schnell noch. So eine 1 Liter Wasserflasche passt in jede Tür, auch hinten rein, das ist sehr, sehr gut. Hier in die Mittelkonsole auch, das ist auch schön. Hier haben wir eine relativ tiefe, große Ablage. Die Mittelarmlehne kostet übrigens auch extra, nicht viel, aber ein bisschen. Und ja, hier vorne auch noch eine Handyablage, liegt auch sehr gut drin. Man kann richtig schön sportlich fahren und das Handy fliegt da nicht raus. Gegen Aufpreis auch mit induktiver Ladefunktion. So, dann gehen wir einmal zum Handschuhfach. Das ja, ist so mittel. Ne? Also ist jetzt nicht klein, aber könnte auch noch ein bisschen größer sein. Und das war es auch schon. Also Sonnenbrillenablage oder so haben wir jetzt hier in dem Fall nicht. Und jetzt checken wir mal die hintere Sitzreihe aus. Der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich bin ungefähr 1,88 groß. Ja, man sieht schon, das könnte eng werden. Und das ist es auch. Also ich muss schon breitbeinig hier sitzen. Kopffreiheit. Ja, schwieriges Thema bei dem Sportback. Wenn ich so sitze, relativ normal, nicht ganz aufrecht, komme ich mit den Haaren so an die Decke. Wenn ich jetzt wirklich wie ein stattlicher Mann aufrecht sitze hier hinten, dann passt es leider einfach nicht mehr. Also muss man sagen, Sportback ist Sportback. Ob ich jetzt für die Optik da Lust drauf hätte, ich weiß nicht. Also wenn man größer ist oder auch größere Familienmitglieder hat oder Freunde oder was auch immer, die gerne mal hinten mitfahren sollen, wird es schon ein bisschen enger. Was wir auch noch machen können, ist die Sitzreihe noch nach vorne, um hinten mehr Platz zu machen. Also wenn man es richtig eng haben möchte, dann geht das auch. Jetzt kommen wir zum Kofferraum. Das Kofferraumvolumen bei aufrechter Sitzbank beträgt 530 Liter. Wenn wir jetzt die Rücksitzbank umklappen wollen für noch mehr Kofferraumvolumen, stoßen wir auf ein Problem. Und zwar, ja, wir klappen die Rücksitzbank um, zack, Kopfstütze kommt gegen den Vordersitz, ist relativ normal, kommt oft vor. Problem ist aber, ich kann die Kopfstütze nicht rausnehmen, nicht weit genug reinfahren. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir, dass ich das irgendwie nicht hinbekomme, aber wenn ja, dann ist es auf jeden Fall nicht intuitiv gelöst. Ich muss also mit dem Sitz nach vorne, aber da hört das Problem leider noch nicht auf. Yeah. Okay, zack. Ja, aber wie man sieht, ist hier der Abstand bereits sehr, sehr klein und ich kann nicht mit meinem Sitz in die Position zurück, wie ich gerne sitzen würde, wenn ich so groß bin, wie ich groß bin, muss ich bemängeln. Mit umgeklappter Rücksitzbank kommt der RS-Q3 Sportback auf 1400 Liter Volumen. Das sind 125 Liter weniger als beim normalen RS-Q3. Für die meisten ist dies sicherlich genug Platz. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Fahrbericht und springen zurück zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Roman, meinem Teamkollegen,
den RSQ3 Sportback das erste Mal erleben durfte und erzähle euch was zu meinen gewonnenen Fahreindrücken über den gesamten Testzeitraum. Viel Spaß. Komm, wir sind mal ein bisschen assi und machen direkt mal hier den RSQ3. Oh, das hat ja keiner. Also hier ist ja niemand. Boah, 15er ist schon geil. Boah, ja, schon 15er nice. 15er ist heftig. Ah, lecker, ey, sehr lecker. Boah. Ist gut. Aber da kriege ich auch direkt wieder Gänsehaut, ne? Das klingt so, man ist direkt hier an diese Urquadros irgendwie ja, so, ja. Ne? Ja, echt geil, also der klingt ja fast genauso. Ja, ja. Echt gut, ey. Yep, ihr merkt es schon, der Klang hat es uns wirklich angetan. Da macht man gerne mal die Musik aus, stellt den Sound auf präsent und genießt einfach. Der macht schon Bock. Oh, so geil. Oh, so geil. Ah! 85.000 ist doch nicht so viel, ne? Naja, da fühlt sich ja, fühlt sich ja direkt wie Walter. Den Sound, den kriegst du ja schon ab 66.000. Nimmst du die Grundausstattung mit dem Auspuff? Ja, gut, stimmt. Und dann kannst du den Sound wenigstens schon so. Ja. Wie ist denn das mit dem RS-Modus hier? Also ist RS1 und RS2 dann einfach das nur. Das sind so Konfigurationen, die kannst du dir kannst du selber einstellen. Ja, okay. Ja, ja. Antrieb ist sportlich. Jetzt. Ach krass. Da muss ich aber sagen, der hat schon ein ordentliches Turboloch ja? für heutige Verhältnisse. Oh ja, krass. Ich finde es. Der vorne nicht gar nichts. Aber es ist untypisch für moderne Autos. Aber mal ohne Scheiß, das ist doch auch so ein bisschen das, was man doch auch eigentlich will, oder? Ich wollte gerade sagen, weil ich finde, es hat halt diese Ur-Quattro-Feelings, dieser Fünfzylinder. Also, ich finde es auch nicht schlimm. Ich denke mal, so ab 5.000, 4.000 Umdrehungen wird das auch ganz, ganz anders sein. Ja. Von daher, wer gibt denn schon Gas und will schnell sein und schaltet nicht runter so? Gleich. Oh ja, kommt aber noch gut was. Das DSG-Getriebe im Sportmodus agiert überdurchschnittlich sportlich und schaltet je nach Fahrverhalten beim Bremsen früh runter und nutzt die Drehzahl voll aus. Generell ist die Automatik ziemlich intelligent und schaltet bei Bergabfahrten rechtzeitig runter. So richtig spaßig wird es aber dann erst mit der manuellen Schaltung über die Schaltwippen. Das Getriebe wechselt die Gänge ziemlich zügig und das Zwischengas beim Runterschalten zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Da manchmal auch ein bisschen. Der war gerade kurzes Turboflatter, hast du gehört? Achso, nee, hab ich nicht gehört. Warte, ich versuche das noch zu reproduzieren, warte. Dann halt ich mal die Fresse. Oh ja! Ja! Oh, 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 oh. Das muss aber lauter, ey. Das muss noch lauter. Oh, wenn das noch lauter, dann würde ich sagen, kauf die Karre. Ohne Scheiß. Ich glaube, es wird Zeit für eine Lounge-Kontrolle. Warte mal. Ja, doch, da kommt schon was. Boah, guck mal. Ist schon gut, ist schon gut. Geil. Ja, ja. Der Grip hat er auf jeden Fall dann auch, ne? Grip hat er auch. Aber ich muss sagen, muss ein bisschen reinfinden. Also ich bin schon Autos gefahren und da war ich schneller, da muss ich schneller, was Sache ist. Und bei dem, also ich glaube, da können noch ein bisschen mehr Feedback durch die Lenkung wäre schon nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Genau. Weil du diese G-Kräfte, die werden einfach nicht so übertragen. Das ist halt immer gleich schwer, egal wie schnell du in die Kurve gehst. Also die Rückstellmomente ändern sich nicht. Also wenn ich jetzt hier schneller werde, das Lenkrad wird nicht härter. Also nicht, gibt mir nicht mehr Kraft. Und das finde ich nicht so gut. Die Lenkung fährt sich wie bei einem Audi A6 Avant Standard in der sportlichen Einstellung halt. So. Vielleicht ein bisschen straffer, vielleicht auf jeden Fall noch ein Stück direkter, aber das Feedback ist gleich wie bei so einem Chiller-Mobil.
Ja, ist krass. Du hörst es, aber ja, du spürst es nicht. Ja, genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, weil die Reifen melden sich dann irgendwann. Ne? Ja, genau. Aber das ist auch typisch VW, Audi, die sind sehr einfach zu fahren. Also, ich hatte den i30N auch schon gemacht oder so, der wäre wahrscheinlich hinten ein bisschen gekommen. Ja, ja. Aber der ist so. Ja, wenn du das gerade so einfach gemacht hast, auf jeden Fall. Ja, eben. Aber ja, der gekommen. Man merkt halt direkt. Ja, okay. Also ja, das ist halt immer ein bisschen sichere Abstimmung, ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall eine sichere Abstimmung. Ja, der ist schon schnell. Aber da muss ich sagen, der könnte ruhig noch ein bisschen aggressiver von der Abstimmung. Der ist schon so, der untersteuert halt, wenn er dann am Boden ist. Ja, aber gut. Ja. Aber für so ein SUV. Vielleicht kommt eine ganz nette Kurve. Da können wir mal gucken, was passiert, wenn man Gas gibt in der Kurve. Boah, da kannst du schon ganz gut rein, ne? Du kannst richtig gut in der Kurve beschleunigen. Heilige Scheiße. Boah, ja, krass, gut. Das macht, also das ist heftig krass abgestimmt. Hätte ich gedacht, dass er ein bisschen mehr rüberschiebt. Hätte ich auch gedacht, dass er jetzt eher so Richtung geradeaus tendiert. Ja. Aber der frisst sich einfach rein, wird einfach nur schneller. Krass. Durch die radselektive Momentensteuerung werden die kurveninneren Räder minimal abgebremst und dadurch wird das Drehmoment auf die kurvenäußeren Räder gelenkt. Dies ermöglicht eine enorm präzise und immense Beschleunigung innerhalb von Kurven, ohne dass das Fahrzeug anfängt zu untersteuern. Da ging kurz das ESP an, ich habe es noch nicht mal gemerkt, ich habe es nur gesehen, weil das die Leuchte kurz an war. Macht da souverän, ne? Man muss halt sagen, durch das ganze Feeling, das Feedback und so, der fühlt sich halt nicht an nach 1700 Kilogramm. Nee. Also die 1700 Kilogramm sind ohne Fahrer. Also ja, wenn wir jetzt noch drin sitzen. Ja, das war. Das ist dann schon nicht wenig Gewicht, ne? Und dafür ist er echt ziemlich flott unterwegs, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich trinke später was. Verstanden. Man immer sehen. Bremse geht auch. Ja, genau. Also Bremse gibt einen Pluspunkt. Die ist super. Also. Boah, Alter, sag doch mal voll im Schein, ey. Ja, aber so kriegt man den Effekt am besten mit. Ich kotze gleich alles voll, ey. Bremse funktioniert. Sorry. Nee, funktioniert die Bremse. Ist alles gut. Ja, die ist wirklich heftig. Also die Bremse, auch das, das Feeling, du musst schon ein bisschen drücken, damit da was kommt. Weil ich finde auch Bremsen, die richtig zubeißen, wenn du die antippst, boah, das ist auch gerade im Alltag absolut nervig. Aber die ist sehr ausgewogen. Muss mich hier gerade mal ein bisschen runterkühlen, je nach der Brems-Odyssee. Beschleunigungsmessung. Das werden wir gleich mal testen. Zwei Sekunden. Angegeben sind 4,6, aber es ging auch bergauf. Ja. Aber jetzt auch, du hast jetzt alles richtig auf effizient und chillig gemacht, ne? Mhm. Merkst du richtig am Gas, ich bin jetzt bei 1500 Umdrehungen, 60 km/h und ich drück mal richtig drauf. Dann macht er gar nichts, ne? Der lässt sich richtig Zeit. Also ja, aber ist okay. Nicht, das war jetzt nicht Vollgas, aber ja. Aber das finde ich okay, weil ich finde, wenn das zu heiß ist, dann nervt es halt manchmal auch. Ja, du willst dann nicht immer volle Kanne ballern. Ne? Nee, der ist jetzt bei 2000 Drehungen. Boah, super chillig. Also der fühlt sich jetzt original an. Ja, so in deinem 13er Golf. Oder sowas halt, genau. So, oder? Aber es ist halt jetzt, der Kontrast ist da wirklich heftig. RS zu Effizienz ist andere Welt. Leiser, Schaltvorhang merkst du fast gar nicht. Mhm. Also zumindest bei so einer Geschwindigkeit. Ist sehr leise, also sehr, sehr komfortabel. Ja, ja. So ein RSQ3 kann wirklich ein entspanntes Reisemobil sein. Das adaptive Fahrwerk trägt dazu bei. Auf der Einstellung Komfort fährt es sich vergleichsweise gemütlich. Allerdings kostet dieses Fahrwerk 980 Euro Aufpreis.
Auf Landstraßen ohne viel Verkehr und ein paar Hügeln kommt man auf 7 bis 8 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer. Bei einer Testfahrt mit 85% Überland und 15% innerorts und einigen sportlichen Überholmanövern kam ich auf 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Für einen 400 PS Allrad-SUV hat es mich positiv überrascht. In Städten bei sparsamer Fahrweise muss man mit ca. 11 Liter pro 100 Kilometer rechnen. Aber wie laut das Auto auf einmal wirkt, wenn man wieder in dem RS-Modus drin ist. Aber das ist ja auch geil. Ja. Aber die Schaltvorgänge könnten noch ein bisschen mehr Aggro sein. So, Waffa! So, ne, irgendwie. Ja, ich find's okay. Ja. Auf der Autobahn ist für 1500 Euro bei 280 km/h statt 250 km/h Schluss. Auch hier wurde wieder elektronisch abgeregelt. Allerdings merkt man, dass der Wagen dann auch am Limit ist. Schneller würde er mit der originalen Leistung sowieso nicht fahren. Generell verhält sich der RSQ3 Sportback sehr unaufgeregt bei höheren Geschwindigkeiten, so dass man ganz entspannt auch schnell auf der Autobahn unterwegs sein kann. Jedoch taucht eventuell ein Problem mit den Scheibenwischern auf. Diese sind leider nicht stark genug für das schnelle Gerät. So werden diese gerne mal durch Insekten oder Wischwasser von anderen Fahrzeugen über die Scheibenwischerautomatik ausgelöst und bleiben einfach mitten auf der Scheibe stecken. Da fehlt einfach die Power. Dieses Problem taucht generell auf ab Geschwindigkeiten von 200 km/h. Wenn die Scheibe aber ziemlich trocken ist, kann dies auch schon bei 120, 130 passieren. Das geht meiner Meinung nach gar nicht und kann auch stark irritieren, wenn man nicht damit rechnet. Aus heiterem Himmel sind wir auf einen anderen, verdammt schnellen Fünfzylinder gestoßen. Zu der Zufallsbegegnung mit dem Audi S2 wird es noch ein separates Video geben. Einfach direkt unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, dann verpasst ihr es auch nicht. Und der kann dann halt wirklich auch doch beides, ne? Also das ist halt jetzt fahren wir wieder chillig rum und von innen ist er halt auch nicht so wild. Ich meine, man muss den ja nicht in grün kaufen. Dann ist er halt auch so, sag ich mal, da kannst du auch bei Schwiegereltern da mal mit vorfahren, ne? Ja, ja, ja. Ohne dass du direkt der Assi bist. Ja, ja, genau. Dann stellst du halt mal auf nicht RS. Ja, ja, ja. Und dann ist okay, ne? Fazit: Wenn man einen gut ausgestatteten RSQ3 Sportback anschaffen möchte, ist man schnell bei einem offiziellen Kaufpreis von über 80.000 Euro. Dafür bekommt man fast zwei Cupra Ateca inklusive üppiger Serienausstattung. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Allerdings bekommt man dafür einen einzigartigen 5-Zylinder-SUV mit einem göttlichen Klang. Verarbeitung und jeder Menge Fahrspaß. Lediglich ein wenig mehr Feedback in der Lenkung wäre schön gewesen und bei einem RS-Modell habe ich ein wenig mehr Serienausstattung erwartet. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre natürlich auch super Premium und sehr, sehr gerne auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch auf YouTube. Euer Robert. Wie macht denn mal GTA eigentlich? Boah, der tat richtig weh, Alter. Ja, nach dem Intro habt ihr hoffentlich den Abi. Ich trinke mal vorher, warte mal kurz. Alles klar. Nein, ich werde gefilmt. Jetzt noch ein kleiner Hinweis am Rande, wenn ihr vorab sehen wollt, welche Autos. Ja, noch ein kleiner Hinweis. Dann checkt auch mein Instagram aus. Ab. Check. Instagram-Kanal. Account ab. Check mein Insta, bro. Werde ich die einblenden? Wo ist die? Wo ist die? Hallo! Durch die niedrigere. Nochmal die ovalen RS auf Aufpuff. Sprechen wir nun über das Antriebskonzept. 5,35. Okay, machen wir mal kurz Pause. Dach, Platz, Dachraum, was? Kopffreiheit.
Das wollte ich sagen. Ja, was soll die GoPro? Die GoPro! Klassiker. Alles klar, bis dann. Oh, fuck. Klassiker. Klassiker. Ciao.